ich bin Tina. Ich bin heute in Wien und werde mir beim Familienunternehmen Bundi Bundi den Beruf einer Friseurin ganz genau anschauen. Let's go! Hallo! Hi, ich bin Tina. So kann ich leider nicht als Friseurin arbeiten, deshalb muss ich mich ganz schnell umziehen. Was brauche ich, um Friseurin zu werden? Das Wichtigste für uns ist natürlich mal die Kommunikation, ja, auch die Liebe zum Detail, gern mit Menschen zusammen zu sein, auch die gerne zuzupacken, ja, anzugreifen und auch ein bisschen das Verständnis oder das Interesse auch so ein bisschen an chemischen Zusammensetzungen, wie funktioniert dann eine Farbe, eine Dauerwelle natürlich. Können Sie auch als Know-how dazu. Wie viel verdient man eigentlich im Beruf? Also in der Ausbildung im ersten Lehrjahr verdienst du 470 Euro. Das steigert sich dann von Jahr zu Jahr. Und hier im Bundi intern hast du, wenn du qualitative fachliche Checks abgeschlossen hast, auch die Möglichkeit, ab Ende zweiten Lehrjahr, Anfang dritten Lehrjahr schon wirklich als selbstständige Stylistin zu arbeiten und verdienst dann natürlich auch entsprechend mehr. Was kann man zum Beispiel nach der Lehre so machen? Also könnte ich irgendwo anders auch arbeiten oder? Ja, also du kannst in der Friseurbranche in jedem Salon arbeiten, das ist komplett offen. Man kann eine zusätzliche Make-up-Ausbildung machen und als Make-up-Artist arbeiten. Meistens braucht man das sowieso in Verbindung mit einer Friseurausbildung. Man kann beim Theater arbeiten, beim Fernsehen, beim Film. Also die Möglichkeiten sind da ziemlich offen. Und könnte man sich zum Beispiel auch selbstständig machen? Oder? Ja, kann man genauso. Okay. Also man kann mittlerweile mit der Lehrabschlussprüfung auch gleich die Meisterprüfung gemeinsam machen. War früher nicht so, geht mittlerweile in einem. Und wenn man die dann hat, dann kann man sich auch selbstständig machen. Okay, also du hast ja die Lehre hier gemacht und wie lange hat die Lehrzeit gedauert? Also die normale Lehrzeit dauert immer 3 Jahre. Bei uns ist es so, man fängt mit einem Startup an, dort lernt man so mal die Basics. Dann geht es schon in den Salon, wo man dann quasi das Gelernte schon alles anzeigen kann und machen kann. Und dann gibt es natürlich auch die Schule. Und wie lange dauert die Schule? Also insgesamt in den 3 Jahren bist du 10 Wochen in der Schule und das ist dann blockweise aufgeteilt. Probier auch du dich aus. Teste mehr als 200 Lehrberufe im Self-Check oder sieh dir die nächste Folge an. Wow.